So, und da sind wir auch gleich wieder. Direkt weiter. Das ist die... So, jetzt haben wir's. Bum. Oh, oh. Wer bist du? Psst. Sprich nicht so laut, sonst werde ich entdeckt. Deine blaue Katze ist in mein Haus gekommen und hat mein Essen geklaut. Oh, bitte verzeih. Mom ist manchmal ein bisschen ungezogen. Gib mir zurück, was sie geklaut hat. Psst. Hier, bitte. Ich flehe dich an. Bitte sei nicht so laut. Wenn ich gefunden werde, werde ich auf diesem edlen Planeten zurückgelassen. Bist du ein blinder Passagier? Ich bin Yuki. Miau, Katzenmädchen. Miau. Katzenmädchen? Viel süßer als menschliche Mädchen. Schau dir meine Ohren und mein niedliches Näschen an. Miau. Du bist wirklich selten. Hübsch. Ich reise versteckt auf Handelsschiffen mit. Bom und ich suchen nach Süßigkeiten. Wie essen sie so gerne? Bom muss sie nicht klauen. Ich könnte euch welche besorgen. Ah, ich habe aber kein Geld. Ich bin doch nur ein armes Kätzchen. Das ist nicht wichtig. Ich bringe dir einen Lutscher. Aber lass bitte meine Sachen in Ruhe. Neue Mission. Wir haben jetzt Yuki kennengelernt. Ja, stelle einen Lutscher für Yuki her. Ah, super. Kannst du mal sehen, der Akku weiß ganz genau, wie man Mädels für sich gewinnt. So, ich kann den Sachen verkaufen. Der nimmt auch viele Steine, aber ich habe nicht so viel, was ich dem verkaufen kann. Was hat er denn zu kaufen? Den Diamanten. Wäre natürlich ganz nett, aber... Wir haben unser Piratenschiff fertiggestellt. Arr, es ist das schönste Schiff, das man sich vorstellen kann. Arr, oh, und ich sehe so stattlich aus am Steuerrad in meinem Kapitänsmantel mit meinem herausfordernden Blick. Nächste Woche lichten wir den Anker und setzen Segel. Meine Piraten brauchen Köder zum Angeln. Es wird eine lange Reise und du weißt ja, wie hungrig Piraten werden. Ich kann Insektenlarven besorgen. Perfekt, ach, Larven sollten reichen. Boah. Ja, gut, blöd gelaufen. So, besorge einen Lutscher für Yuki. Kann ich den schon machen? Dazu fehlt mir Milch. Milch und Beeren. Das ist ein gesunder Lolli. Dann müssen wir warten, bis sie beim nächsten Mal kommt. Ja, die kommt jetzt auf den verschiedensten Schiffen. Kommt ab und zu mal oben Mitte dran. Hier so ein Eichhörnchen Kopf. Und dann können wir die Yuki so ein bisschen... Die läuft dann immer vom Schiff zu unserem Haus. Dann müssen wir zwischendurch sie aufhalten. Und dann können wir mit ihr sprechen. Das Katzenmädchen. Super. So. Mach's gut, Goliath. Hau rein. Jo, wir dürfen die Yuki ja nicht verraten. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das ist fast fertig. Das ist soweit gut. Oh, Meteoriteneinschlag. Super. Ja, jetzt müssen wir für den Goliath ein paar... Sachen herstellen. Beziehungsweise ein paar Insektenlarven besorgen. Die Frage ist, wie kriegen wir das Zeug? So, das passt. Jetzt muss ich Weizen anbauen. Weil ich davon nicht mehr so viel habe. Aber der braucht nur 3 Minuten, glaube ich. Ja, das passt locker. Guck doch mal, wir können da jetzt schon ordentlich was herholen. Ich will mal gucken, ausbessern. Stroh, Stoff. Kann ich eigentlich schon Stoff bauen? Ich könnte 6-mal Faden herstellen. Und dazu kann ich 1-mal Stoff herstellen. Das ist ganz gut. Und dann könnte ich eigentlich schon mit Kürbis... Ah, super. Und so sehen die Felder fertig aus. Und jetzt geben die 7 Weizen anstelle von 5. Das ist schon mal ganz gut. Hoffe ich zumindest, dass es 7 sind. Wie? Ein Wolf. Der gibt Fleisch. Ah, mit dem Wolf kommen, glaube ich, auch jetzt die Küken. Jetzt haben wir hier diese... Jetzt haben wir hier Hühner auf unserem Kontinent.
Ah, der Goliath hat die Mine leer gemacht. Das ist super. Du blöser Wolf, lass die Hühner in Ruhe. So, okay, Fleisch. Ist aber nicht das, was ich brauche. Na, macht nix. Nein, das will ich doch gar nicht. So, nehme ich mal eine Fackel. Jetzt können wir hier Feuer machen und dann können wir ein bisschen nochmal ein bisschen abbauen. Es geht auch nur bis zum Begrenzten. Ich bin so erschöpft. Ach Mann, Akku. Na gut. Jo, wir haben jetzt Hühner hier. Die spawnen jetzt einfach so auf unserem Dingsbums. Die können wir füttern. Na, tut sich einiges jetzt. Na komm. Wenn wir die gut genug gefüttert haben, sind die dankbar, hauen ab und lassen uns ein Ei da. Man kann auch mit der Fackel... Du hast ein neues Rezept gefunden. Spiegelei, super. Man kann auch mit einer Fackel neben den herlaufen, die dann sozusagen aus Versehen, in Klammern an, in Brand stecken. Und dann, ja. Kriegt man Brathähnchen raus. Achso, der ist ja erschöpft. Och, Akku. Na gut, wollen wir mal eine Runde pennen. Wir wurden von Wölfen angegriffen, haben aber dafür jetzt auch schon Dingsbums und dann... So, Kraft liegt eigentlich ganz gut, aber Ausdauer auch. Ah, mach ich mal Ausdauer. Hm? Komm, bisschen mit der Moon. Wunderschön. So, der Vogel. Die spawnen auch unendlich. Das bedeutet, wir müssen da jetzt nicht drauf achten, dass wir nur einen von den Viechern irgendwie da liegen lassen oder so. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Es ist mir eigentlich auch relativ wumpe, ob das funktioniert. Die Eier brauchen wir später noch. Deswegen werde ich die jetzt erstmal nicht ausgeben. Und von daher passt das. Ich habe jetzt die ganze Zeit gequatscht und aufgenommen und vergessen, den Timer zu stellen. Und da kann es natürlich jetzt auch eventuell passieren, dass ich ein bisschen zu lange hier rumeier. Aber das passt schon. So, macht ja nichts, wenn mal ein Part ein bisschen länger geht. Jo, jetzt müsste ich eigentlich wieder Baumwolle machen. Weil ich brauche wieder Stoff. Da habe ich nur zwei da. Dann nehme ich gleich mal das Gute hier. So, genau, das gibt 5 und das müsste jetzt 7 geben. Wunderbar. Mache ich hier Baumwolle rein. Was haben wir denn hier? Ja. So. Ernten wir die Milch mal ab. Neues Rezept. Jetzt können wir mit der Milch auch Käse herstellen. Aber wir haben ja einen Auftrag für die... Wir wollen der Yuki ja einen Lolli geben. Super. Ab in die Mine bedeutet, da gibt es wieder Kristalle. Hey. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Alles klar, Süße. Bis später. Wunderbar. Dann ab in die Mine. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ach so, stimmt, das macht er ja nicht. Das macht er ja nur, wenn der Besuch weg ist. Ach Moon, du weißt, ich hab dich gern. Du kannst mich jederzeit besuchen. Aber bitte, das war jetzt gerade ein bisschen... Passt jetzt gerade nicht. Obwohl der Moon würde ich... Der Moon vertraue ich normalerweise. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn die jetzt hier... ohne mein Zutun auf Dayland rumeiert. Ich denke mal... Die Moon ist da schon, hat schon das Herz am rechten Fleck. Von daher mache ich mir keine Gedanken. Ich wollte aber noch mal ein kleines Wäldchen anpflanzen. So, Pinien. Ja, ihr wisst ja, machen wir 8 Stück, dann passt das schon. Tschüss Moon, mach's gut. So. Thank you.
Wunderbar, 5. Sechs. Na komm, fall runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, komm, hier noch einen hin. Wunderbar. Dann ab in die Mine, nachdem ich den Kometen hier weggehauen habe. Und er hat einen Kohl da gelassen. Wunderbar. Das ist doch super. So, die Mine ist hier. Der Pilz hier nehme ich noch mit. Fackel mitgenommen. Oh, es ist doch unglaublich. Ich will einfach nur in die Mine, will da irgendwas machen. Oh, was sind das für ein schwerer Otto? Aua, du Lümmel. Boah. Wow, der gibt aber ordentlich. Was lässt er denn fallen? Ah, zwei. Ist trotzdem nicht so geil. Der macht ganz schön Aua. Der Lila, ne? Ich glaube, das ist so eine Art Boss. Ein schwieriges Monster. Gut. Das habe ich aber wenigstens alles. So, die nochmal einsammeln. Man kann nie genug haben. Naja. 999, dann ist der Käse auch gegessen. So, okay, meine Gesundheit ist wieder voll. Treten wir ein. So, jetzt den Hammer auswählen, den Kristall nochmal abtrennen. Kriegen auch Steine dazu, das ist wunderbar. Super, und Metall. So, der Wagen ist voll mit Steinen, ich kann nicht mehr abbauen, wann... Wonderful, wonderful. Und eine Nutzpflanze ist fertig, das ist doch schon mal super. Jo, man hat hier immer so ein bisschen was zu tun. Hallo Hühnchen. Na, magst du was essen? Na, super. Hm? Komm, ess noch was. Ah, super. Oh, das ist fies, ganz schön groß. So, und noch ein Ei. Wie gesagt, wir brauchen es leider. Manchmal kann es sogar passieren, dass wir, wenn wir Weizen abernten, dass wir dann auch Dingsbums kriegen. Dass wir dann auch, dass wir dann auch Stroh so kriegen. Ist schon mal ganz gut. Ja, das schaffen wir natürlich füttern. Hier auf meinem Planet soll keiner Hunger leiden. Nett, solange Akku hier das Sagen hat. Wunderbar. Ah, schön. Super, freue ich mich. Was ist denn los? Immer wenn ich Dayland anfange zu spielen und zu Let's Playen, dann werde ich immer so müde. Bomm! Nee. Hier, bitteschön, Yuki. So süß und lecker. Njam. Wie heißt du? Ich bin Arko. Arko? Bis zum nächsten Mal, Arko. Er sagt jetzt die ganze Zeit. Das ist sozusagen unser Kosename. Und dem gefällt das nicht so wirklich. Naja. Bram! Wilde Hühner! Brr, das kann nur eins bedeuten. Frische Eier. Es ist so schwer, in diesem Universum leckere Eier zu finden. Und du hast sie direkt hier vor deiner Nase. Wie bekomme ich ein Ei? Du musst die Hühner mit Samenkörner füttern, damit sie dick und rund werden. Brr. Und am Ende legen sie dann schöne große Eier. Hier, es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe jetzt ein frisches Ei. Wunderbar, brr, so ein kleines, schwer zu findendes Wunder. Es ist so gut, ich könnte es roh essen. Boah.
So, ich habe im Moment keine Aufträge. Was kann ich denn bei dir kaufen? Larven. Ja. Was kann ich dir denn verkaufen? 1, 2, 3, 4, ja. Fliegenpilze habe ich nicht so viele. Warte mal. Ich denke mal, wenn ich von denen ein paar besitze, die Angpilze reichen. Eier willst du haben, die kannst du von mir aus alle haben. Woher habe ich den Diamanten? Ich weiß es gerade gar nicht, ich weiß es gerade echt nicht. Na gut. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Kohle. Warum habe ich den Planeten? Warum habe ich den Dingsbums? Warum habe ich den Diamanten? Von wo? Ich weiß es wirklich nicht, woher ich den bekommen habe. Oder hat den die Yuki mir gegeben? Es kann natürlich auch sein, dass der Komet den mitgebracht hat. Da war ja mal was. Ist egal. So. Okay, 5 Stück. Bram, der Guido, Moon, der Mensch. Lange nicht gesehen, wie läuft das Geschäft? Sehr gut, sehr gut. Wie du sehen wirst, erfüllt mein Restaurantschiff alle Anforderungen. Wir halten uns an alle Gesundheits- und Sicherheitskontrollen und unsere Gerichte sind ausgezeichnet. Ich verstehe. Hey, ich habe ein Rezept, das du in dein Schlemmermenü aufnehmen könntest. Wohl kaum, es ist ein sehr vorsichtig zusammengestelltes Menü. Oh, ich werde es hier beweisen. Und Akku hilft mir, nicht wahr? Natürlich. Bereite das Gericht vor und lass den Jungen es mir bei meinem nächsten Besuch geben. Pizza. Wir müssen jetzt eine Pizza machen. Oh, Pizza ist cool. Wer keine Pizza in seinem Dingsbums hat, der hat echt was vergeigt. So, Pizza haben wir. Wunderbar. Was brauchen wir dann? Wir brauchen Fledermausflügel. Den Diamanten haben wir. Die Larven haben wir auch. Wunderbar. So, wo sind die dann, diese beiden Halunken? Guido? Bitteschön, bleib noch, bleib! Och! Ah, Guido, du bist so ein Horst manchmal. Na gut, dann möchte ich aber nochmal zum Dingsbums. Mit der Moon nochmal nach Ancora reisen. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Ja, doch, habe ich eigentlich schon, aber... Warum so schnell? So. Jetzt will ich erstmal zu dem Nivali gehen. So, bis dahin nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Warte mal, mit dem möchte ich gerne noch mal ein bisschen quatschen. Hier mit dem, ich habe seinen Namen vergessen. Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Ach so, das ist ein Bug. Ja, jetzt ist die Moon verschwunden. Das ist ein Bug. Von daher ist es egal, was wir jetzt machen. Wenn die Moon dich irgendwie bei dem Quest besucht, dann, ja, da müssen wir eigentlich nochmal nach Hause reisen, wieder hierher reisen. Dann können wir mit dem Typen da sprechen, dann ist das alles gut. Die Moon hat uns auch nicht allein gelassen. Die ist jetzt nur bugmäßig gerade ein bisschen verschwunden. Na gut, alles gut bei dir, gut? Keine weiteren Aufträge, ja, ich glaube, die Moon taucht jetzt ein bisschen auf, überall. Leicht verbuggt. Buggedy-bug. Aber es ist nicht so wild. Von daher kann man das... Kann man das schon ein bisschen... Ich bringe den Diamanten, weiser Nidavi. Möge das Eis dir lauschen und sein Tempel dich begehren. Und um deine Beziehung mit dem Eis zu stärken, musst du es bändigen. Heute musst du Eiswesen aufsuchen und sie besiegen. Moon kann dir im Notfall helfen. Sie hat diese Prüfung bereits bestanden. Los geht's, Akko. Ich muss 3 Eiswesen besiegen. Na gut, wollen wir mal gucken. Ob wir hier
genug finden oder ob wir beim letzten Mal hier zu stark aufgeräumt haben. Ah, da kann ich jetzt nicht hoch. Frag mich bitte nicht warum. So, da wissen wir ja, einmal mit Magie drauf, kostet nur ein Kristall. Das ist okay. Die Moon hilft mir einen Dreck. Ja, die Pizza brauchen wir für den Guido. Für den Koch meine ich. Für den Bram. Eine Karotte, drei Karotten sogar. Das ist cool. Ich esse aber trotzdem noch ein paar Beeren. Einfach meine Gesundheit ein bisschen zu pushen. So, das war jetzt ein Special Move. Limatsch haben wir bekommen. Ist noch eine Karotte. Okay, eins von drei Eiswesen. Ich glaube, das sind nur diese spinnenartigen Kreaturen, die ich besiegen muss. Die kann ich auch ein andermal besiegen. Das ist erstmal kein Problem. Aber wenn ich schon mal hier bin, würde ich die trotzdem gerne fertig machen. Ah, komm, die mach ich mit Magie, dann ist der Käse auch gegessen. So, jetzt nochmal drauf, dann ist der Käse fertig. Und was hast du jetzt? Holz. Warte mal. Oh, der braucht drei. Okay, dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen sparsamer damit umgehen. Zwei habe ich. Das bedeutet eins von diesen Krakelviechern noch. Kleine Viecher sind ganz normale Bewohner. Die haben nicht so... Die muss ich jetzt nicht so jagen, aber die mit diesen vier Armen, die sind dann schon wesentlich... interessanter für mich. So, muss ich gucken. Gibt es hier noch eins? Da müsste es doch bestimmt noch eins geben. Eichhörnchen! Eichhörnchen! Oder keine Ahnung, was für ein Vieh du bist. Da hinten ist noch eins. Und wieder zwei Eicheln geklaut. Haha! Akko, du bist böse. Du verprügelst Eichhörnchen, klaust dir in die Nüsse. Das ist nicht gut. Ich persönlich bin ja eher derjenige, der den eher so ein Nüsschen mal lieber zuwirft. Bei unserem botanischen Garten in der Stadt, das ist eigentlich ganz cool. Da sind die Eichhörnchen so ein bisschen gewohnt, von Menschen auch teilweise gefüttert zu werden. Da kommen die richtig nah ran. Das ist immer ganz goldig. So, ich müsste jetzt drei Eiswesen besiegt haben. Super. Komm. Das hat mich angegriffen. Das ist Notwehr. Na gut. Aber dafür können wir aus Limatsch Alkohol herstellen. Gut gemacht, Akku. Du kannst stolz auf dich sein. Ich bin für die nächsten Tests bereit. Bei einem Kampf ist nicht nur der Angriff wichtig. Du musst dich auch schützen und deine Wunden heilen. Ich möchte dir einen Zaubertrank beibringen, der dir hilft, einen feindlichen Angriff standzuhalten und unverletzt zu bleiben. Wenn es gefährlich wird, wird er sehr wertvoll. Das sind die Zutaten für den Schutztrank. Okay, Eis und Löwenzahn. Na super. Wo ich Eis herkrieg, weiß ich ja, das kann ich hier bei diesen Gnomen kaufen, bei diesen Yetis. Aber Löwenzahn wird ein bisschen schwierig. Da muss ich gucken, wo ich das herkrieg. Ah ne, da muss ich ja hier hin. Kann die ja nicht von hinten ansprechen. Ne, es ist alles buggy. Das Spiel denkt, es wäre alles Moon. Och, Spiel, bitte. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich doch auch wenigstens... Na komm, ist egal. Machen wir es beim nächsten Mal. Reisen wir nochmal zurück. Dann sollte das eigentlich passen. Ja.
So, mach's gut, Mutti. Mutti Moon. So, ausbessern. Ich brauche da einen Stoff für. So, das passt eigentlich. Wenn die Dinge alle ausgebessert sind, dann kann ich die eigentlich super benutzen. Und ich brauche Strom. Und ich werde angegriffen. Man hat auch nie Ruhe hier. Wolf. Wölfchen! Der sieht aber nicht zum Kuscheln. Ich glaube nicht, dass er kuscheln will. Ja, wir werden jetzt, glaube ich, auch von Wölfen angegriffen wegen den... Boah. Das hat wehgetan. Ich glaube wegen den Hühnchen. Aber wir können die ja beschützen. Von daher passt das schon. Wo ist denn mein Feuer? Mache ich mal Feuer? Nein, nicht zerstören. Feuer machen. Werkstattstoff. 5-mal davon. So. Na, das passt doch ganz gut. Und Stroh brauche ich noch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel von dem Zeug hier benutze. Nicht, dass ich kein Getreide mehr habe zum Selbstanbauen. So, bauen wir das auch nochmal aus. Wunderbar. So, was hast du denn hier? Schnell, ein Notfall. Machen wir aber später, weil wir dann soweit auch fertig sind. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.